Die AfD liegt bei 17%. Das ist der höchste Wert seit 5 Jahren. Woran liegt das? Darüber diskutieren wir gleich. Zerreißt das Gebäudeenergiegesetz die Ampel oder kommt es gar diese Woche noch in den Bundestag? Das und viele weitere Themen jetzt bei Stimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, Ihrem Nachrichtentalk. Freuen Sie sich auch heute wieder auf eine spannende Diskussion über die Themen des Tages hier an unserem Politikstammtisch. Heute sind zu Gast die ehemalige Chefin der Alternative für Deutschland, Frauke Petri, der ehemalige Chefredakteur der BZ, Georg Gaffron und Rechtsanwältin Annette Heinisch. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Liebe Frau Petri, bevor wir in die Themen starten, Sie haben Ihr eigenes Thema so ein bisschen mitgebracht, nämlich es geht um ein Bett, das Sie angeboten haben zum Verkauf und danach hat sich eine komische Geschichte entwickelt, so dass heute alle Zeitungen schreiben oder viele davon Bettgeschichten von Frauke Petri. Ja, es ist etwas passiert, was vielleicht gar nicht so selten ist, dass man auf kuriose Reaktionen trifft. In der Tat, ich habe nur ein altes Bett online inseriert und bekam Interesse unter anderem von einer potenziellen Käuferin, die kurz vor Übergabe des guten alten Teils dann sich vergewissern wollte, ob ich nicht tatsächlich doch diejenige bin, Frauke Petri von der AfD, und sie kaufe das Bett nur, wenn ich versichere, dass ich es nicht sei. Natürlich konnte ich das nicht und ich wollte das auch nicht. Das wäre an sich total harmlos. Ich verbuche es unter der Rubrik täglicher Irrsinn, weil ich weiß, dass es kein Einzelfall ist, weil sowas auf diese und ähnliche Weise nicht nur mir, sondern vielen Leuten, die außerhalb des wahrgenommenen Spektrums tatsächlich oder angeblich agieren, passiert. Und für mich hat es nur neben dem Lacher auch eine ernste Komponente, denn es zeigt, dass das, was die 68er sich gewünscht haben, dass alles Private politisch sein soll, längst eingetreten ist. Und wozu das führt, dass man vielleicht den Schwager vor der Geburtstagsparty fragen muss, ob seine politische Gesinnung stimmt oder ihn sonst nicht einlädt, oder dass jemand mir unter den Tweet schreibt, dass Leute wie ich an den äußersten Rand der Gesellschaft gedrückt gehören, ohne zu sagen, was das denn konkret bedeutet. Das ist ein Thema, das geht viel tiefer und wirft Fragen auf über unser Zusammenleben und wie wir in Zukunft überhaupt miteinander, wenn das noch gehen soll, in diesem Land uns benehmen und ob private Beziehungen überhaupt noch außerhalb der eigenen politischen Blase möglich sind. Die Fragen möchte ich gar nicht alle beantworten, weil die Antworten zum Teil desaströs werden, aber ich wünsche mir, dass Leute, die solche Aussagen tätigen und solche Forderungen aufstellen, diese mal konsequent zu Ende denken. Tut es noch jedes Mal weh, wenn sowas passiert? Nein, das darf nicht jedes Mal wehtun. Das gewöhnt man sich als Politiker auch ab oder auch als Ex-Politiker. Aber ich möchte zeigen, dass das ein Symptom ist. Das ist mir einfach was wichtiger als das Bett. Das finde ich, habe ich jetzt so lieb gewonnen durch den Tweet, dass ich es gar nicht mehr verkaufen möchte. Es ist ein schönes Bett und der Preis für, ich glaube, 49 Euro für den Massivholz ist absolut geschenkt. Mein Mann hat gesagt, ich darf es gar nicht mehr verkaufen und seit gestern habe ich massenhaft Anfragen. es hat schon eine sehr humoristische Komponente, aber eben nicht nur. Glauben Sie, es wird irgendwann mal aufhören? Ich glaube, wir müssen was dafür tun, dass es aufhört. Ich habe 6 Kinder, mein Mann hat noch 4 dazu. Und wenn ich mir die jungen Leute angucke, unsere Jüngste ist gerade 4, dann betrachte ich es auch als meine Aufgabe, dass es sich wieder ändert. Und ich komme aus einem System, aus der DDR, wo Indoktrination an der Tagesordnung war. Wenn ich solche Stimmen wie die gerade genannten höre, dann sage ich dagegen, also gegen diese Vorstellung von Nicht-Zusammenleben, von Ausgrenzung, von Spaltung, da war die DDR ja ein liberaler Rechtsstaat, ein bisschen übertrieben gesagt. War sie nicht, aber. Also ich glaube, dass diejenigen, die sowas fordern, eben gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und das ist das Bedenkliche und dagegen müssen wir etwas tun, wenn wir Freiheit lieben. Wunderbar. Lassen Sie uns mal in die Themen von heute starten. Die AfD liegt bundesweit laut Umfragen bei 17%, ein Wert, den sie seit 2018 zuletzt erreicht hat. In den östlichen Bundesländern sind es sogar um die 25% und darüber hinaus. Und teilweise ist sie damit stärkste Kraft. Auch das sogenannte Negativpotenzial, also Wähler, die sagen, sie würden die AfD niemals wählen, das liegt aktuell bei 53% und auf einem sehr niedrigen Wert. Warum ist das so? Laut einem Spiegelartikel liegt das unter anderem an der Union und der FDP, die den
Diskurs immer weiter nach rechts verschieben. Da werden Beispiele genannt wie Markus Söder, der vom Gendergagger spricht, oder Jens Spahn, der offen darüber nachdenkt, die Genfer Flüchtlingskonvention zu ändern. Frau Heinisch, gehen Sie dieser Vermutung nach, beziehungsweise sehen Sie es ähnlich? Also ich sehe das eher umgekehrt. Ich persönlich finde, dass die Grünen im Moment eigentlich von der AfD Geld bekommen müssten. Die sponsern die AfD ohne Ende. Denn diese grüne Politik, ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen in Deutschland, die die wirklich gut finden. Denn wenn man mal sieht, wie viel wählen eigentlich die Grünen und vor allen Dingen jetzt nicht nur wie viel in den Wahlen. Ich habe jetzt gerade wieder gesehen in Bremen, wie war die Wahlbeteiligung? 57% oder sowas? Mhm. Da gab es Wahlbeteiligung von 50%. Wenn ich mir dann anschaue, wie viel wählen von denen wirklich wollen die Grünen haben, dann sind das relativ wenig. Ja, und was kriegen die anderen? Egal, was sie wählen, Grün letztendlich. Und die meisten haben schlicht die Nase voll. Also ich kenne persönlich auch eine ganze Menge Leute, die sagen, dass sie viele Sachen der AfD so nicht schätzen. Aber für sie ist die einzige Protestpartei, die sie kennen. Und die würden es wahrscheinlich eher umgekehrt sehen. Die fragen sich immer, wo ist denn die Union geblieben? Und was zum Teufel macht die FDP in der Regierung? Warum haben wir die Liberalen gewählt, nur damit wir grüne Politik bekommen? Dafür hatten wir sie nicht gewählt. Also ich muss sagen, ich würde da so ganz generell eher dem Spiegel nicht zustimmen. Nein, wirklich nicht. Würde das jemand anderes hier in der Runde, dass es daran liegt, dass der Diskurs zu weit nach rechts geschoben wurde? Ich stimme dem Spiegel überhaupt nicht zu. Aber ich weiß, wie der Spiegel verortet ist. Es geht darum, das bürgerliche Lager, was das auch immer sei in der Bundesrepublik, zu diskreditieren. Das heißt also, man schiebt jetzt der FDP und der Union wegen einigen vernünftigen Sätzen zur Migrationspolitik den schwarzen Peter zu. Das halte ich für völlig falsch. Die CDU und auch die FDP und Söder können sagen, was sie wollen. Sie genießen eine äußerst geringe Glaubwürdigkeit. Die Bevölkerung glaubt auch einem Herrn Merz, der morgen seinen Namen ändern würde, wenn er Kanzler wird. Und der Vizekanzler heißt Trittin oder was für immer, ein Altrevolutionär an die Stelle tritt. Mhm. Es geht nur um Macht. Und Herr Söder ändert seine Meinung in der Regel je nach der Tageslaune oder wie der Wind gerade weht. Den kauft keiner mehr was ab. In der Bevölkerung herrscht eine Stimmung, die es in der Bundesrepublik Deutschland seit ihrem Bestehen nicht gegeben hat. Der Verdruss über die Regierung mit 70% nahezu. Schauen Sie die Umfragen. Das Vertrauen ist so gering wie irgendwie. 2/3 der Deutschen trauen sich nicht offen, ihre Meinung zu sagen. Allensbach-Umfragen seit 2019 in Reihe, Jahr für Jahr. Mhm. Das ist ein Riesenalarmzeichen. Das heißt, das System verliert an Legitimität in der eigenen Bevölkerung. Normalerweise nennt man das nach Wladimir Iljitsch Lenin Beginn einer vorrevolutionären Situation. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine weitere Verengung des materiellen Spielraums und die kommt. Demzufolge also, dass es den Leuten finanziell schlechter geht. Die haben keine und kriegen keine Perspektive. Mhm. Die sind vielleicht inhaltlich gar nicht, die wissen gar nicht, was im AfD-Programm steht. Das weiß die AfD ja selbst nicht. Das ist, schlagen Sie keinen Flachen. Machen Sie ja keine Nachhutgefechte zu Ihrer eigenen Biografie. Ja. Wir wollen über das heute reden. Also, ist schon gut. Also, ich glaube, das bittere Erwachen wird kommen. Und jetzt bin ich noch mal ganz düster eingetrübt. Wenn Sie heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen, ist auf Seite 4 ein langes Interview mit Herrn de Maizière, dem ehemaligen Innenminister. Und der schlägt dort vor, dass es ist höchste Zeit, Katastrophenszenarien zu entwickeln für Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel auch Krieg oder Naturkatastrophen. Da sagt das Wort nicht Demonstrationen und nicht Unruhen vielleicht, soziale. Das spart er aus. Aber es gäbe kein Szenario zur Bewältigung derartiger innerer Gefährdung der Demokratie. Ein Mann wie de Maizière, der jedes Wort dreimal reflektiert, bevor er spricht, und ganz selten ganz konkret spricht, war ich sehr erstaunt, dass er das so klar formuliert. Und das ist so, wie gedacht wird. Und das macht mir große Sorge. Bis auf den einen Moment, wo er gesagt hat, wenn ich jetzt weiterreden würde, würde das die Bevölkerung in Angst versetzen. Ich glaube, da war er weniger reflektiert. Aber Frau Petri, woran liegt es Ihrer Meinung nach? Wenn alle auf den Spiegel schimpfen, lobe ich ihn. Nicht, weil ich glaube, dass er recht hat, aber
wenn man weiß, dass der Spiegel das Leitmedium der allermeisten Journalisten und der allermeisten Personen ist, die sich im Politikumfeld, in der Politikblase betätigen, dann muss man zumindest anerkennen, dass der Spiegel mit dieser Art von Argumentation, die böse FDP, die böse CDU leisten den rechten Vorschub, ja eines immer wieder tut, genau die Ängste des sogenannten bürgerlichen Lagers bedienen, dass wir ja politisch in der CDU und in der FDP nach wie vor wiederfinden. Denn dort sitzen ganz, ganz viele, ob Abgeordnete, Funktionäre oder ja, vielleicht weniger Mitglieder an der Basis oder ihre Unterstützer, die vor einem riesige Angst haben, von der nächsten Party ausgegrenzt zu werden, nicht mehr eingeladen zu werden, nicht mehr zum politischen oder auch zum gesellschaftlichen Establishment zu gehören, weswegen eine neue Kraft, egal wie sie heißt, egal woher sie kommt, und nach meinem Gefühl könnten das viel mehr werden, die nichts mehr fürchten, als plötzlich ausgegrenzt zu sein. Man redet immer gern von Ausgrenzen und von an den Rand stellen, aber das ist im Grunde die große Angst, die dazu führt, dass das Bürgertum untätig bleibt, nichts tut. Die Mitte starrt auf die Ränder und tut gerade das nicht, was der Spiegel angeblich behauptet, nämlich, was Frau Heines schon gesagt hat, tatsächlich die Sorgen und die Kritik der Bürger an der Stelle aufzunehmen. Sie tut auch eines noch mehr nicht, und das ist sozusagen mein Blick nach vorn, weil ich sage, ja, das ist so, wir sehen die Situation, wir bewerten sie unterschiedlich. Wenn wir wieder bürgerliche Mehrheiten in diesem Land auf Dauer erreichen wollen, wenn es nicht zu revolutionären Situationen kommen soll, die sich im Übrigen eine AfD wünscht, kann ich nur sagen, und die ich ums Verzeihung verrecken nicht haben möchte, weil an der Revolution am Ende niemand schadensfrei vorbeigeht, sondern wir alle Schaden nehmen, dann muss die CDU vor allen Dingen eines begreifen. Bei der FDP bin ich mir nicht sicher, ob sie die Lektion noch lernen kann. Sie muss lernen, dass sie Hilfe braucht. Und diese Hilfe kann sie nur noch, nach meinem Gefühl, von außen erhalten. Und sowohl Bremen als auch Bayern sind der beste Beweis dafür, dass es Kräfte neben der Union geben kann, neben der CSU, die Freien Wähler, Herr Aiwanger seit Jahren in Bayern erfolgreich oder jetzt ganz frisch die Bürger in Wut in Bremerhaven mit 22%, die ihren Laden im Griff haben, und zwar seit Jahren im Griff haben, die dazu führen können, dass das Angebot rechts der Mitte wieder größer wird. Es geht. Aber folgt daraus nicht eine Zersplitterung des Lagers, und kann die AfD nicht dieser Partner sein, Ihrer Meinung nach? Also zum Ersten, das ist ein großer Irrtum in rechts der Mitte, dass neue Kräfte zu einer Zersplitterung führen. In Bayern haben wir eine Situation, wo die CSU mit Söder trotz seiner desaströsen Corona-Politik inzwischen wieder bei 40% steht und die Aiwanger Freien Wähler stabil bei 9-10%. Ja, das wollte ich schon sagen. Also Ihre Analyse, Söder dreht sich zwar oft, aber man muss schon sagen, er macht halt das, was den Leuten gefällt. Die Freien Wähler in Bayern sind Fleisch vom Fleische. In Bremen sind die Bürger in Wut am Ende eine Kraft, die letztlich rechts von der CDU andockt und immer Abstand zur AfD gehalten hat, aus guten Gründen, weil man das schlimme Personal dort kannte. Man muss es nur zulassen. Und das ist das, was die Union, glaube ich, nicht möchte derzeit, oder wo man sich ganz langsam rantasten muss, wenn man fürchtet, dort werden die eigenen Wähler weggenommen. Aber gucken Sie auf die Wählerwanderung in Bremen. Das stimmt gar nicht. Die Bürger in Wut, Wählervereinigung, keine Partei, haben nicht primär von der CDU die Wähler geholt. In Bayern haben die Freien Wähler sich rechts von der Union etabliert, und die CSU hat trotzdem ihre Wählerschaft wieder aufbauen können. Das heißt, vergrößere ich das Angebot, die Vielfalt rechts der Mitte, wird es auch wieder mehr Wähler dort geben. Man kann nicht erwarten, dass die alle zu einer Partei rennen. Hinzu kommt, wenn ich das noch mal kurz sagen darf, wir haben ja, wie ich schon sagte, teilweise 30, 40, 50%, die nicht zur Wahl gehen. Das kommt dazu. Die Liberalen sind völlig heimatlos, das haben Sie ja gerade schon angesprochen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man noch rechts der Mitte, obwohl ich das nicht mal unbedingt rechts der Mitte nennen kann, dann muss man immer sagen, der Spiegel hat nicht die Diskurshoheit darüber, was die Mitte ist. Das würde ich dem Spiegel nicht zugestehen. Genau, und das ist jetzt, nur bei der CDU weiß ja keiner, wie heißt das, wie viele bin ich und also wer bin ich und wenn ja, wie viele. Bei der CDU hat man den Merkel-Teil, einen anderen Teil, sodass ein Wähler oft gar nicht genau weiß, wen er dort bekommt. Also und ich habe das Gefühl, die Klarheit zum fehlt. Zum Zustand jetzt der CDU, 16 Jahre Merkel, haben die Partei völlig ruiniert. Ja. Die hat die Partei entkernt. Ja. Sie hat ihr die Substanz, sie mit einer Spritze aus dem Rückenmark gezogen. Und zurückgeblieben ist ein Trümmerhaufen. Und der Merz
möchte um Gedeih und Verderb. Ich kenne ihn persönlich lange, in vielen Situationen habe ich ihn erlebt. Der möchte Kanzler werden. Und das macht er mit wem er auch immer will. Deswegen kuschelt er gegenüber den Grünen. In den bisherigen Verhältnissen konnte er ausrechnen, es geht nur mit denen. Dafür verrät er seine Großmutter. Er will die Schlacht im Nachhinein gewinnen als Mann. Und dafür ist er bereit, jedes und alles zu tun. Ich möchte, und das war, ich sehe den Prozess, das geht weiter, die CDU wird auch nicht weiter vorlocken. Ich sehe einen beständigen Zustrom zur AfD, nachdem sie ihre Führungskrise gelöst haben, wie auch immer man das sehen mag, das beurteile ich hier nicht, aber sie geben nach außen einen an sich geschlossenen Eindruck. Und ich möchte mal eine kleine Bresche sprechen für die FDP. Wir hacken hier alle auf die FDP rum. Entschuldigen Sie bitte, dass dieses grässliche Verordnungsheizungsgesetz nicht über die Bühne geht, so ohne weiteres, ist ausschließlich Dienst der FDP. Nein, wir dürfen das hier nicht ähnlich mit Tempolimit und dem ganzen Quatsch und auch was die Atomkraftwerke betrifft. Die FDP ist der einzige Stützpfeiler. Und ich bin bestimmt kein großer Fan. Aber der Herr Lindner, der tut, was er kann. Das ist, der, ist sozusagen der Stachel im Fleisch. Vielleicht geht darüber die Partei kaputt. Aber die FDP ist wirklich die einzige Freiheitspartei. Das ist die AfD nämlich auch nicht. Die einzige wirkliche Freiheitspartei in diesem Land. Das ist meine feste Überzeugung. Und eins wollte ich noch sagen, mal zur Einschätzung von Petri. Sie haben über die Blase gesprochen. Und was, wo der Jäger kennt, den will nicht eingeladen werden. Vergessen Sie manch die Millionen anderen Menschen, die längst damit Schluss gemacht haben mit dieser Blase. Die leben nämlich ihr Leben ganz allein. Die gucken gar nicht ARD und Will und Konsorten. Die kotzt die einfach an. Die schauen kein Tatort mehr, weil jeder Tatort ist die Tainer Volkshochschule für schlecht erzogene Kinder. Da wollen die uns erzählen, wie das Leben richtig funktioniert. Das nehmen die Menschen nicht hin. Der Hit Laila, die Puffmutter Laila, war voriges Jahr der Hit des Jahres. Er wurde in einer ARD-Anstalten nicht gespielt. Die Menschen lassen sich das einfach nicht gefallen. Auf ich würde es noch weitergehen, Herr Gaffron. Ich glaube, dass viele Sie Politiker sind auch zu faxiert von der Blase. Vor allen Dingen, da können wir drüber streiten. Nein, da, aber Sie sind ja können, ganz wie die Kaninchen, die auf die Schlange können, Wir können vielleicht dass noch eins konstatieren, dass die allermeisten Menschen, wenn sie dürfen, mit Politik gar nichts zu tun haben wollen. Ich glaube, das, was viele Politiker glauben... Gutes Recht. Ja, genau. Das ist eine positive Aussage. Das ist doch Freiheit. Amerika interessiert sich 20% der Politik. Ich halte das für richtig. Wir sollten anerkennen, dass Politiker ihre Arbeit geräuschlos verrichten sollten und die Leute in Frieden ihr Leben lassen sollten und sich in viel weniger Lebensbereiche einzumischen haben, als die allermeisten Leute in der Bildung. Ja, damit kriegt man gleich eine Mehrheit. Das ist schon klar. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, die verloren gegangen ist, dass Politik überhaupt nicht die Hauptrolle in diesem Leben spielen sollte. Also, das ist eben, wir müssen auf die breiteren Schichten zugehen. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind und es gibt keine anderen. Ist mehrfach gesagt worden von großen Leuten, es gibt keine anderen. Adenauer, ich muss die Menschen, wie sie sind. Ich bin der Meinung, es hat sich seit der Steinzeit gar nichts verändert. Bin ich voll bei Ihnen. Nur die Technik-Elite ist natürlich. Es ist doch, aber der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, wir müssen mehr auf die einfachen Menschen, auf die Bevölkerung ihrer Mehrheit hören. Sonst kriegen wir das Trump-Phänomen. Aber da möchte ich einhaken. Ich möchte nicht einfach Menschen leben, aber diese Menschen, die sich weniger für Politik interessieren, interessieren die sich überhaupt um die Gründe, warum viele sagen, die AfD ist ein No-Go, oder sagen die nicht, das ist mir alles egal, mir geht es nur um die politischen Forderungen, da fühle ich mich zu Hause, drum wähle ich die. Das mir ist es eigentlich egal, wer sozusagen vorne steht und was der so getan hat, solange der meine Interessen vertritt. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, weil Deutschland, Ost und West an der Stelle unterschiedlich ticken. Und ich bin im Osten, Sie haben auch beide Teile zu Genüge kennengelernt, mir geht es genauso. Ich bin im Osten aufgewachsen und im Westen groß geworden. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, die Tatsache, dass wir AfD-Umfragewerte von 25% plus in Sachsen und Thüringen haben, liegt vor allen Dingen daran, dass die Menschen eine unglaubliche Wut auf die Politik haben. Ja. Menschen erwarten, Bürger erwarten von Parteien gar nicht wahnsinnig viel. Das Vertrauen in Parteien ist traditionell niedrig, aber dass man, wie Herr Gaffron das richtig beschreibt, insgesamt mit dem gesamten Gesellschaftssystem sich immer weniger identifiziert, ist ja ein weiteres furchterregendes Signal und Symptom. Und es wählen viele Leute oder kündigen an, die AfD zu wählen, nicht weil sie glauben, dass dort die besseren Lösungen, dort die besseren Personen versammelt sind, sondern um anderen Parteien eins auszuwischen. Und das machen sich, glaube ich, viele gerade bei der Union und bei der FDP bisher nicht klar. Den Leuten ist egal, ob sie damit sich unbürgerlich verhalten. Sie wollen diese Wut artikulieren und sie können es nur einmal alle 4 oder 5 Jahre. Was bleibt ihnen denn als Wähler sonst?
Deswegen wählen Sie die AfD. Das tun im Osten viele. Im Westen ist das anders. Im Westen gibt es eine andere Schallmauer, die zu durchbrechen ist. Deswegen sind die Umfragewerte im Westen auch andere. Ich halte das nicht unbedingt für richtig. Nur, dass der Fehler liegt nicht bei den Wählern. Die gehören nicht beschimpft, wie das gern von Politikern getan wird, sondern die haben keine andere Artikulationsmöglichkeit. Nein, das Angebot mischt. Das Angebot auf dem politischen Markt stimmt einfach in diesem Land nicht. Bitte. Ich wollte dazu nur auch sagen, auch im Westen habe ich immer mehr das Gefühl, ich treffe immer mehr Leute, die einfach nur wütend sind. Wütend und sprachlos. Sie wissen nicht, wen sie wählen sollen. Und sie machen dann wirklich nach dem Motto, das und das mag ich nicht. Das weiß ich sogar bei der AfD. Aber ich kann die anderen erst recht nicht wählen. Wir haben kein Vertrauen mehr dran. Wie sollen sie ihren Protest sonst äußern? Ja, schauen Sie mal, wenn Sie heute in die Zeitung schauen. Erneut, zum zweiten Mal hintereinander sind die deutschen Exporte gesunken. Ja, ganz genau. Die Insolvenzen nehmen erschreckend zu. Wir haben also eine Situation, die Bildungsabschlüsse werden immer schlechter. Im internationalen Wettbewerb fallen wir zurück. Wenn die Wirtschaft weiterhin so abknickt, die Bildungsergebnisse katastrophal sind, das Land an sich ist krank, dann ist nämlich nichts mehr zum Verteilen da. Dann gibt es auch nichts mehr Schulden zu machen. Sie können nur das ausgeben, was die tüchtigen Menschen in diesem Lande erarbeiten. Und das sind vor allen Dingen die Wirtschaftsleute, das ist der Mittelstand und das sind die Millionen anständigen Menschen, die in diesem Land gut leben wollen und arbeiten gehen wollen. Was mich besorgt macht, ist noch ein anderer Punkt. Die Demokratieverdrossenheit ist im Osten viel größer als im Westen. Ich behaupte, dass in der alten Bundesrepublik, hat viele Gründe, die Verbindung zur Demokratie ein wesentlich stärker verankert ist. Das kann auch gar nicht anders sein. 60 Jahre Diktatur, erst Hitler, dann die Kommunisten. Das prägt schon über Generationen hinweg. Das wäscht sich nicht aus über Nacht. Ja? Und da mache ich mir mal über den Westen nicht diese großen Sorgen. Hier sehe ich eine Abwanderung. 240.000 Unternehmer verlassen jedes Jahr dieses Land. Leistungsträger. Das kann ich bestätigen. Daran arbeite ich immer ständig dran mit. Ich kenne keinen Unternehmer. Und ich kenne viele, die nicht diese Pläne in der Tasche haben oder zum Teil schon immer. Das ist ja mein Job. Das werden Sie in Frankreich nicht erleben, nirgendwo. Ich sage ein ganz heißes Eisen. Wir haben auch keine nationale Identität. Bevor ein Franzose weggeht, irgendwo in ein Engländer oder wer auch immer, Deutschland ist ja nichts in der Wahrnehmung. Ich bin sehr gespannt. Der Kollege Amthor wird am Mittwoch im Deutschen Bundestag oder Donnerstag einen Antrag der CDU einbringen. CDU, ja. Amthor ist CDU. Ja, CDU. Ja, und wird einen Antrag einbringen, dass der 23. Mai, der Tag der Verfassung, zu einem nationalen Gedenktag wird und dass die Nationalhymne zu viel mehr Anlässen gesungen werden soll und Pflicht wird. Das ist zum ersten Mal seit Helmut Kohl, dass ich aus der CDU ein Bekenntnis zur deutschen Nation höre. Vielleicht wird es ein Fall für Verfassungsschutz, weiß ich nicht genau. Aber ich muss sagen, das ist schon ein Piepst. Amthor nenne ich es, er piepst eben aus der hintersten Zeile. Aber er piepst wenigstens. Ob das jetzt für ernst genommen wird oder nicht. Aber es zeigt mir, dass die auch irgendwie merken, was los ist. Und versuchen irgendwie, der eine sagt, wir brauchen Notstandsgesetze. Der Messias, das ist der geborene Mann für das ruhige Entwickeln solcher Konzepte. Und der Amthor sieht das so in seinem Mecklenburg. Ich habe mich nämlich mit ihm unterhalten und da hat er mir das geschildert. Insofern, wir stehen vor einer enormen Umbruchssituation. Die Bundesrepublik war noch nie in einer so schlechten Situation wie unter dieser Regierung. Ich würde ganz gerne noch einmal Partei ergreifen, wenn ich darf, für den Osten, weil Sie zwar recht haben, dass natürlich durch den Sozialismus, die DDR-Geschichte, wir nicht die demokratische Tradition im Osten haben. Aber das gerät, das haben Sie nicht gesagt, aber der Zungenschlag bei anderen gerät dann schnell dahin, dass der Osten nicht demokratiefähig wäre. Und da möchte ich meine Landsleute, obwohl ich lange Zeit auch im Westen gelebt habe, aber ganz vehement verteidigen, weil ich sage, die Indikatoren und das Gefühl dafür, dass etwas schief läuft, die sind im Osten viel früher angeschlagen als bei den meisten Leuten im Westen. Wenn ich an die Jahre 12, 13, 14 denke, wenn ich an die Vorphase der Euro-Einführung denke, da haben vor allen Dingen auch im Osten die Bürger damals bereits zum Ausdruck gebracht, dass sie es für falsch halten, dass sie das nicht das ist. Das ist der typische Satz, wofür sie 89 auf die Straße gegangen sind. Wobei wir wissen, dass die allerwenigsten für die Freiheit
Freiheit, sondern eine ganze Reihe auch für die Bananen und für das Festgeld demonstriert haben. Aber geschenkt. Was ja auch kein Nachteil ist. Nein, ja, geschenkt. Ich will das gar nicht verurteilen. Nein, aber der Osten hat nur ein Gespür für die Tendenz zu autoritären und diktatorischen Verhältnissen. Und dieses Gespür ist viel größer ausgeprägt, weil Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und der Westen ist dann in einer glücklicheren Lage gewesen. Die sei ihm auch gegönnt. Aber dafür schläft er halt auch ein bisschen, wenn es um die gesellschaftliche Entwicklung geht. Darauf habe ich eine harte Antwort. Bitte. Ich folge Ihnen nämlich in dem Punkt nicht. Das macht nichts. Ja, das ist also ein freies Land. Nicht? Das ist im Unterschied zur DDR. Sie haben vorhin gesagt, wir sind heute weiter im Schlechten als in der DDR. Das bezweifle ich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Da habe ich mich falsch verstanden. Die DDR ist eine knallharte Diktatur gewesen. Exakt. Mit unheimlich viel Leid und wird heute im Nachhinein schön geschrieben. Das ist leider so. Das ist ganz schrecklich. Aber was mich völlig von Ihren Einschätzungen wegbringt, ist diese fast 60-70%ige Zustimmung zur russischen Aggression in der Ukraine. Ein Riesenproblem. Entschuldigen Sie bitte. Das ist ein Riesenproblem. Der Putin ist ein schlimmer Diktator, wie wir dieses auch beim vergangenen Jahrhundert ja schon hatten. In dieser Form, denken Sie an Stalin, denken Sie an Hitler. Es wird unter jede Form des Völkerrechts missachtet, brutale Machtpolitik mit allen Verbrechen, die dazugehören. Und wieso sagen denn die Ostdeutschen und ihre ehemaligen Kollegen, Herr Chrupalla geht dahin und bedankt sich für die Befreiung? Ja, ich finde es entsetzlich. Aber das ist doch, die werden doch da gewählt. Das ist doch ein gebrochenes Demokratieverständnis. Ich muss doch heute als Demokrat an der Seite der Ukraine stehen, ohne Wenn und Aber. Und das ist im Osten nicht der Fall. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Ausgangslage und dieses Thema. Und da würde mich interessieren, weil Sie es vorher angesprochen haben, mit was Philipp Amthor einreicht. Frau Heinisch, glauben Sie, kann die Union überhaupt die AfD-Wähler zurückgewinnen oder mit dem Selbstverständnis einer Volkspartei? Oder ist es eher so, wie Frau Petri sagt, es braucht immer einen Tandempartner, weil heute, es würde die Union zerreißen, wenn sie sozusagen diese Spanne ziehen möchte von den, ich sage jetzt mal, Daniel Günthers hin zu den konservativen Auslegern der Partei und versucht, alle im Spektrum anzusprechen. Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, wenn man das heute sieht, wird die CDU, eigentlich müsste sie jetzt ja 30 plus X sein, ne? Wenn sie jetzt Erfolg hätte, wenn ich mir die Grünen und alles so angucke. Ist sie ja fast, wenn wir das sehen, 28%. Ja, 28, sind noch nicht mal 30. Und aber 30 plus X. So, ja, und eigentlich müsste sie jetzt doch ganz toll gewinnen. Ich glaube, viele haben auf Herrn Merz gesetzt und hätte er, nachdem er gekommen wäre, auch einen Ruck, wenn nicht durch Deutschland, dann doch mindestens durch die Union, dann hätte man ihm vielleicht auch wieder Vertrauen geschenkt. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass viele dauerhaft das Vertrauen verloren haben. Mhm. Auch hier wieder, wie gesagt, ich arbeite ja viel in Unternehmen. Ich rede ganz viel mit den sogenannten einfachen Leuten, an denen ich nichts einfach finde und die ich viel mehr schätze als viele andere. Und die sagen mir wirklich, also nein, wählen wir nicht mehr. Das mit Merkel, es ist alles zu schlimm gewesen und wir vertrauen dem Ganzen auch nicht. Insofern wäre es vielleicht sogar klüger, es gab ja auch immer andere in der Union, gerade in der Union kam ja zum Teil auch noch Widerstand, wenn sich vielleicht sogar da mal die Union ehrlicher machen würde und vielleicht sogar in zwei Bereiche zerfallen würde. Ich weiß es nicht, aber selbst wenn die Union jetzt 40% bekäme, würde das ja für eine Regierungsmehrheit nicht reichen. Und ich weiß nicht, im Moment sind wir bei 8% bei der FDP, aber ob das reicht, man weiß es auch nicht. Man muss nur auch Nichtwähler auf jeden Fall auch wieder zur Wahlurne bringen. Und was wirklich in den letzten Jahren ist, und da, glaube ich, sind wir hier alle einer Ansicht, diese große Politikverdrossenheit. Mhm. Egal, was ich wähle, ich bekomme denselben Mist immer wieder. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, ich habe ja nun KMU mehr als ein paar Konzerne auch, aber KMU vor allen Dingen. Und was man da so täglich hört, das ist nicht schön. Und keiner wird sich von der Nationalhymne unbedingt beeinflussen lassen. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt alle so wenig deutsch sind. Ich kenne durchaus viele, die ja eben auch sich sehr verwoben fühlen, gerade ja, in diesem kleineren und Mittelstand. Sie haben sich Angst. Bemüht, überall immer an irgendjemanden zu kommen und sie kommen es nicht, nur sie können ihre Energiepreise manches nicht zahlen. Wird leicht vergessen. Es war eine deutsche Bundeskanzlerin namens Angela Merkel, die Fahne der Deutschen auf einer Veranstaltung in die Ecke gefeuert hat. Woanders hätte sie zurücktreten müssen. In den Vereinigten Staaten wäre der Präsident am nächsten Tag nicht mehr da gewesen. Da stimme ich Ihnen ja zu. Nur die wirtschaftliche Situation, die wir im Moment haben und die durch die grüne Politik extrem verschärft wird, wird nicht, da müssen wirklich jetzt ganz andere Sachen gemacht werden, damit wir aus diesem Tal wieder rauskommen. Wir brauchen wieder einen verbindenden Konsens im Land. Das ist das Nächste. Also wirtschaftspolitisch brauchen wir mehr. Wir brauchen auch jetzt
um mal um Fachkräfte zu sagen, ich habe viele Unternehmen, die können auch nicht verkaufen. Wir können nicht mehr produzieren, weil da ist niemand mehr da. Ja, die Leute gehen in Rente oder sie sind krank. Sie versuchen noch weiterzumachen, aber die Hälfte der Zeit fallen sie aus. Und zwar wirklich, jetzt nicht geschönt oder sowas, weil alles Mögliche kaputt ist. In der Industrie arbeiten sie zum Teil ja auch wirklich noch hart. Ich arbeite auch in einer Gießerei. Da arbeiten sie körperlich hart. Da ist nichts mehr mit ewig lang. Vielleicht kann man dann, ich weiß es, ich bin selbst Unternehmer gewesen und ich weiß, dass gerade viele Mittelständler mir immer wieder gesagt haben, wir sind Unternehmer, wir ticken für unser Unternehmen und unsere Produkte. Wir wollen gar nicht so sein wie die Politik. Und im Grunde hat der Mittelstand, muss ich konstatieren, viel zu lange, über Jahrzehnte verschlafen, dass die Großen, die Konzerne, am Ende mit am Tisch der Regierung, mit bei den Lobbyorganisationen gesessen haben. Die haben Umsatz oder Gewinn durch Subventionen getauscht. Das blieb für den Manager am Ende unterm Strich dasselbe. Für das Land und für den Markt war es ein Verlust. Und die KMUs haben letztlich zugeschaut, weil sie nicht organisiert waren oder weil sie auch verständlicherweise Politik nicht wollten, nicht gemocht haben und sagten, wir haben unsere Verbände. Nur, dass die Verbände ihre Politik nicht gemacht haben. Da ist ja, das stimme ich Ihnen erstmal weitgehend zu. Es ist aber noch ein nächstes Problem. Wir haben oft im Mittelstand, wird da oft drüber gesprochen. Ein Problem ist zum Beispiel, für einen Politiker ist es sehr viel einfacher, sich ein paar große Konzernchefs zu holen. Und dann hat er so als KMUs. Genau, so und so viele Arbeitsplätze und die kann er einkaufen. Hinzu kommt, dass man dort auch abgeheiftete Politiker irgendwie leichter unterbringen kann, als im normalen Mittelstandsunternehmen geht das nicht. Aber dort können die immer noch in den Aufsichtsrat oder hier und da und dort. Das heißt, sie haben keine Incentives für die Politik. Wir sind jetzt sehr, sehr, sehr weit weg vom Thema. Drum, ich mache es jetzt mit Schnellfragerunden. Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, möchte, dass die AfD verboten wird. Das sagt er in diesem Spiegelartikel. Worauf warten wir eigentlich noch? Dieser Schritt ist zwingend und die einzige Lösung. Wäre das wirklich die Lösung oder ist das nicht einfach die billigste Art und Weise, sich dem Problem nicht zu stellen, indem man denkt, egal was die Leute wollen, wenn dieses Angebot einfach abgedreht wird, sozusagen, haben wir das Problem erledigt. Das ist doch. Das ist eine Bankrotterklärung als CDU-Mitglied und Funktionär und wird nicht helfen. Tatsache ist, dass die CDU anfangen muss, auf diejenigen zu hören, die ihr sogar vielleicht helfen wollen, aber auch eingestehen, dass sie selbst dieses Spektrum nicht mehr bedienen kann. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Herr Merz ist genauso aufgestellt, wie Sie beschrieben haben, Herr Gaffron, aber er ist umstellt von denjenigen, die Günther und andere Namen tragen. Das heißt, er hat auch innerhalb der Partei und die Struktur schlägt alles in der Politik keine große Bewegungsfreiheit mehr. Das hat er selbst zu verantworten, aber es ist ja einfach mal so. Das, was hier vorhin gesagt wurde, man hätte am Anfang gleich zur AfD-Frage, die Sie gestellt haben. Ich halte das für aberwitzig, eine Partei mit diesen Prozenten zu verbieten. Aber das nicht das Argument wäre. Nein. Diese Leute, das sind ja nicht alles hier irgendwelche Terroristen, sondern das sind Leute, die das wählen, die träumen nicht vom Führerstaat, ja? Und von, naja, da möchte ich widersprechen, da kennen Sie die AfD nicht so richtig. Ich kenne sie nicht so richtig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 18% überzeugte Nationalsozialisten in Deutschland haben. Das glaube ich einfach gar nicht. Genau. Nein. Die Frage ist die, Sie können ein solches Protestpotenzial nicht mehr durch ein Verbot ausgrenzen. Das ist meine feste Überzeugung. Sie müssen die politische Auseinandersetzung suchen. Und jetzt schließt sich aus meiner Sicht hier der Kreis. Vieles von dem, was die AfD vertritt, waren früher CDU-Positionen. Das wollen wir mal hier ganz klar festhalten. Frau Merkel ist die Hebamme der AfD. Die FDP. Und das muss man ganz deutlich sagen. Es darf, Franz Josef Strauß, es darf in Deutschland keine Partei rechts von der CDU, CSU geben. Das ist das, was wir erfüllen müssen im Sinne dieser Demokratie. Genau das ist eingetreten. Im Übrigen, ein Verbotsverfahren wünsche ich gute Reise. Ich habe das Programm der AfD gelesen, auch das der Linkspartei übrigens sehr ausführlich. Da bin ich mal gespannt, was für ein Diskussionsthema kommt. Ich kann tatsächlich an keiner Stelle entdecken im Programm, wo die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung es geht nicht ums Programm, das wird häufig verwechselt, aber ich glaube, das Entscheidende ist, man muss einen Unterschied zwischen den Wählern machen und den Parteifunktionären. Und das ist das, was Wanderwitz nicht versteht. Es geht darum, in diesem Land am Ende die Wähler abzuholen. Der hat noch zu viel DDR-Politunterricht im Kopf. Vermutlich. Ja.
Und ist es eigentlich auch nicht so, dass ist es der Meinungskorridor und der Gesprächskorridor, der dann immer weiter nach rechts geschoben wird? Oder ist es eigentlich nicht andersrum, dass die Medien oder viele Medien den Korridor nach links ziehen, viele Leute sich davon nicht mehr abgeholt fühlen, viele Leute sagen, okay, ja. Keine Realität Ahnung, was, und Öffentlichkeit auseinanderklaffen. Gendern, ich habe es anders gelernt, das war meine Realität und wenn ich jetzt dazu moralisch verpflichtet werde, lehne ich das ab. Und es eher so ist, dass, ich würde sagen, viele, die als rechts gelten, Bild etc., den Leuten da eine Perspektive liefern und denen sozusagen noch sagen, es gibt auch andere und die AfD einfach nur diese Themen besetzt, sodass nicht gar nicht so sehr der Diskurs wegen der AfD nach rechts geschoben wird, sondern niemanden. Die setzt sich einfach nur auf den die Lücke, die aufgemacht wird. Die haben das Thema vorhin angedeutet, das ist die Frage der Klimakrise und so. Wieso wird zugelassen, dass eine politische Seite das für sich vollständig reklamiert und zu einem Thema, was alles andere beherrscht? Wissen Sie, was wir bräuchten? Eine Initiative, dass in Deutschland noch Löhne gezahlt werden können in ein paar Jahren. Das Sozialsystem. Wir werden noch in wunderbaren Temperaturen durch die Gegend hüpfen, aber nichts zu fressen haben. Lassen Sie mich das mal so hart sagen. Das ist doch alles überzogen, total. Die wirklichen Punkte werden hier nicht angesprochen. Das ist nicht in der Sendung, aber in der Gesellschaft. Es sind Scheinthemen, denen wir nachrennen. Okay, dann gehen wir doch mal aufs Thema Wirtschaft und gehen ins Wirtschaftsministerium. Patrick Greichen muss sein Amt abgeben und seinen Doktortitel vielleicht auch. Wir werden sehen. Sein Nachfolger als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist gefunden. Philipp Nimmermann soll es werden. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Gebäudeenergiegesetz aus, das wir schon hier angesprochen haben? Es ist das Gesetz der Grünen, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Diese Woche soll es noch auf Biegen und Brechen in den Bundestag. Von den Koalitionspartnern hört man andere Töne. Wir hören da mal rein. Volker Wissing. Na ja, bei diesem Heizungsgesetz hat man ja gesehen, was es bedeutet, wenn man mit dem Kopf durch die Wand versucht, Klimaschutz zu betreiben. Man verliert die Bevölkerung dabei. Daran habe ich auch immer im Verkehrsbereich erinnert. Wir müssen so vorgehen, dass die Menschen mitgenommen werden. Und das empfehle ich auch bei diesem Gesetz. Das Gesetz muss Vertrauen der Bevölkerung haben. Ansonsten wird es sehr schwer. Wir können nicht gegen die Meinung und die Überzeugung der Menschen Klimaschutz betreiben. Vertrauen der Bevölkerung. Gibt es irgendjemanden, der begeistert, also außerhalb der Grünen, begeistert davon ist, der sich überlegt, wie soll ich eine Werbepumpe einbauen? Wie, wann, wo? Die meisten finden doch dieses Gesetz einfach nur katastrophal. Also erstmal würde ich weiß, ich bin dumm, aber ich würde erstmal dafür sorgen, wenn ich deswegen für CO2-Einsparung mache, dass ich Strom habe, der wirklich klimaneutral ist. Ich würde doch jetzt nicht mit Kohlestrom noch Wärme pumpen und dann in alten Häusern, wo das Ganze nicht geht und wo sie dann alte Leute haben, bei uns in der Nachbarschaft, die Straße runter, wohnen wirklich auch ältere Damen, die zu mir gekommen sind. Wie soll ich das machen? Wie soll ich denn das stemmen? Soll ich denen jetzt sagen, ja, verdienen Sie unter 20.000 oder haben Sie eine Rente unter 20.000? Dann zahlt Ihnen der Staat 80% und müssen halt ein bisschen Papierkram machen. Und dann fragst du, wie soll ich das Ganze machen und wo soll ich den Handwerker herbekommen? Die gucken mich immer nur an und sagen, ich will nicht ins Altersheim. Aber genau das kommt dann natürlich. Also dieses Gesetz geht so an den Leuten vorbei. Da kann man wirklich gar nichts mehr zu sagen. Man könnte nur hoffen, dass die FDP, wie Sie sagen, das Vertrauen verdient und da jetzt einiges mal auf die Bremse tritt. Denn ich kenne viele Leute und viele, die auch wirklich auch überzeugt grün sind, aber die nicht dafür sind, weil sie einfach sagen, dass das ist, wir haben nichts, was wir dafür bräuchten. Also keine Wärmepumpen, keine Handwerker. Wir haben keinen Strom aus Atomkraftwerken zum Beispiel, der CO2-neutral. Ja. Das ist verrückt. Ja. Laut Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima fehlen uns allein 60.000 Monteurinnen und Monteure, um Habecks-Ziele zu erreichen. Und das Geld und das Einkommen, um das alles auch noch zu erwirtschaften. Sie haben ja jeden Tag die Bevölkerung weiter verunsichernde Nachrichten. Wenn es den Wahrheitspreis gäbe, vielleicht einmal im Monat könnte man ihn vergeben, würde ihn aus meiner Sicht die Bundesbauministerin bekommen. Frau Grewitz heißt Geiz oder Grewitz. Sie hat vergangene Woche gesagt, die Wärmepumpen, das macht eigentlich gar keinen Sinn, denn die Dämmung muss gleichzeitig vorangetrieben werden. Ja. Und wir können im Altbaubestand unmöglich bei den derzeitigen Preissituationen. Das ist so ein ganz einfacher Satz. Du kannst nicht mehr Eis essen, als dein Magen verträgt, dann musst du dich übergeben. Das sagt man einem kleinen Kind. Das versteht das nach dem Übergeben spätestens ganz genau. die sagt das einfach so und wird einen strafenden Blick vom Onkel Scholz, vom Papa kriegen, der ja als Jongleur da zwischen den Kindern rumtanzt und in der ihm eigenen verschummelten
verbummelten Art die Dinge zuschüttet. Und damit hält ihr dann auch wieder die Klappe. Und der Habeck tönt, und heute höre ich aus den Grünen, wird sich auf keinen Fall, niemand kann uns aufhalten. Wir werden dieses Gesetz durchbringen. Naja, aber das klingt wirklich so wie die DDR im Endstadion, das hatten wir da auch. Ja, genau. Und ich glaube, die grüne Rhetorik läuft sich gerade tot. Im Grunde war es auch so schmerzhaft, wie es einerseits ist, richtig, dass die Grünen in Regierungsverantwortung gekommen sind, weil diejenigen, die sich all diese Projekte seit Jahren gewünscht haben, jetzt den Realitätscheck bekommen. Leider geht offenbar eine Umkehr zu vernünftiger Politik nicht ohne den Abstieg. Ich bedauere das sehr, weil dafür viele normale Bürger, wie die von Ihnen genannten älteren Damen und Familien mit Kindern zahlen. Auch. Aber es geht nicht anders. Man darf ja auch mal die Frage stellen, es ist bekannt, dass selbst wenn dieses Wärmepumpenabenteuer nur halbwegs funktionierte, und in Klammern, wir wissen jetzt schon, dass das gar nicht funktionieren kann. Es würde 80% der Haushalte betreffen. 2% CO2 einsparen, Kosten 600 Milliarden Euro. Wie man das Projekt weitertreiben will, wie das bezahlt werden soll, kann ja niemand beantworten. Und deswegen stelle ich immer die Frage, bei allem Interesse für umweltschonendes Verhalten und Ressourcenschonung, sollten wir nicht endlich mal anfangen, darüber reden, wie wir mit dem Klimawandel reden, anstatt ständig so zu tun, als könnten wir ihn aufhalten? Mhm. Nein, wir können ihn das wäre vernünftig, das kommt mal dann immer rhetorische Frage. Nicht, ja, das ist eine spannende andere Debatte. Aber Sie wollten ich wollte 2% des CO2. Ja, das ist Weltanteil. Genau, der Weltanteil. Es geht eben um das Gebäudeenergiegesetz. Und dort in Deutschland hat sozusagen Heizen einen deutlich höheren Anteil am CO2-Ausstoß. Und kann man es den Grünen nicht irgendwie nachsehen, warum sie da so extrem dahinter sind? Weil man muss doch sagen, wenn das nicht kommt, reißt das ihre Klimaziele. Ob die Leute diese Klimaziele wollen, ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn dieses Gesetz nicht kommt und nicht schaffbar ist, dann reißt es doch... Und warum machen wir dann Atomkraft weg? Also ich meine, wenn man Atomkraftwerke hätte, dann würde man für uns alle besser Strom haben. Und wir hätten wahrscheinlich dasselbe Ziel auch erreicht. Ich möchte Folgendes sagen zu den Grünen. Es geht doch gar nicht ums Klima. Wenn Sie ehrlich das alles verfolgen, das Klima ist der Hebel zu einem anderen Deutschland, zur Veränderung unseres Standortes hin zu einer kommunalen, grünen Fantasiewelt, wo die Priesterschicht, die nenne ich die Grünen, das sind für mich neue Priester, wie eine Sekte ihr Tuch über das Land werfen und die Leute unter ihre Knute. Es ist doch, seitdem ich in der Bundesrepublik lebe, gibt es Formaldehyd, Probleme, es ist da, Umweltdesaster. Es sind doch nur Emotionalisierungsschübe. Lesen Sie das Buch der Journalistin Herrmann, Ende der Marktwirtschaft. Die sagt klipp und klar die Wahrheit. Ulrike Herrmann von der Taz. Das ist wirklich wichtig. Ja. Jeder vernünftige Mensch sollte wissen, nicht, dass er später wieder mal sagt, ich habe es nicht gewusst. Nein, es wird schon genommen, eine Abschaffung des Kapitalismus. Abschaffung der Marktwirtschaft, ein kollektivistisches System. Abschaffung des Wettbewerbs. Ja, das ist Kommunismus pur, deswegen, da haben Millionen ihr Leben dafür geben müssen. Na, vor allen Dingen muss man dazu sagen, dass seit Jahren die Grünen ihrer Klientel und vor allen Dingen ihren vorgelagerten Institutionen, die ja jetzt ansatzweise durch den Greichen-Skandal ins Licht kommen, wir kennen noch lange nicht alles, aber wir wissen, dass diese NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die in Wirklichkeit mindestens teilweise steuerfinanziert sind, seit Jahren existieren, aufgebaut wurden, letztlich hin zu diesem Punkt, wo die Grünen sich in der Regierung befinden, um dann durchzudrücken. Das heißt, wenn man weiß, dass Politiker zuallererst ihr Klientel liefern müssen, ihren Unterstützern, ihrer Partei und nicht etwa den Bürgern oder dem Land, wissen, warum die Grünen jetzt diese Politik machen, weil sie die Versprechen einlösen müssen, die sie ihren Organisationen vorher gegeben haben. Da sind grüne Fonds aufgesetzt worden. Da werden letztlich die Steuergelder der arbeitenden Bevölkerung umgelenkt in Investitionsprojekte, die angeblich klimaneutral sind. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Morgen ist der 23. Mai, das ist der Tag der Verfassung. Das sage ich ganz bewusst. Die Alliierten, die ja wesentlich diese Verfassung mitgestaltet haben, das muss man ja auch ganz klar sehen, Herrn Chiemsee, für die gab es ein Prinzip, das unantastbar ist für das neue Deutschland. Wir waren ja gerade nach dem Krieg, wir waren der Föderalismus. Der Föderalismus. Das heißt, dass dieses Land in Bundesländer mit hoher Eigenständigkeit. Man wollte auf gar keinen Fall, dass in Deutschland wieder eine Zentralmacht entsteht. Das war das Erste, was Hitler gemacht hat, die Gauleiter eingesetzt und damit den Ministerpräsidenten entmachtet. Schon 34 war eine seiner ersten Maßnahmen. Nur, wenn ich heute de Maizière lese, der fordert auch ein Rückdrängen des föderalen Systems. Weil es Hilflosigkeit ist.
Er fordert eine Staatsreform. Das ist nicht nur dahingeredet. Einen völligen Umbau des Staates, sagt Herr de Maizière, Thomas de Maizière, und sagt, die Macht der Länder muss begrenzt werden. Es kann nicht sein, dass der Staat Dinge festlegt, in die die Länder hineinfunken können. Das aber, ist aber ein Anschlag aber Herr Gaffron, auf die Verfassung. Es tut mir leid. Aber Sie haben vorhin gerade die FDP verteidigt. Das sei Ihnen nachgesehen. Ich tue es nicht. Ich tue es, weil ich die Fakten sehe. Es ist in Ordnung. Es ist aber gerade die FDP, die als eine angeblich liberale Partei über Jahre schon in der Frage der Eurokrise und auch danach in der Frage der Staatsschuldenübernahme und der europäischen Institutionen diesen Weg mitbefördert hat, immer mehr zu zentralisieren, anstatt auf das Prinzip Föderalismus zu setzen. Und dass die Union das tut, weil Konservative sich häufig als sehr staatstragend verstehen, finde ich zwar nicht richtig, aber kann ich noch nachvollziehen. Aber es fehlt in diesem Land völlig die liberale Stimme, die dagegen aufsteht. Ja. Die FDP tut es auch nicht, das wissen Sie ja auch. Ich kann aber nicht jetzt auf die Bremse zu treten, aber da haben Sie recht. Das stimmt, aber genau genommen fehlt genau das. Es fehlt der Ruf nach Föderalismus, der Ruf nach dem Schweizer System. Die Schweizer machen uns das vor, mehr Freiheit. Wie Föderalismus und Freiheit funktioniert. Und genau das brauchen wir ja auch. Die haben ja auch das System der direkten Demokratie in der Schweiz. Ja, und wir brauchen vor allen Dingen starke Länder und weniger Zentralmacht. Da bin ich total bei Ihnen. Ja. Aber ob die FDP das durchhalten das wird, nicht. Das wird spannend. Nein, dafür brauchst du eine neue liberale Kraft. Ich möchte auch den Fraktionsvorsitzenden der SPD hier zu Wort kommen lassen, Herr Mützenich, heute früh im Morgenmagazin der ARD. Ja, das bedauere ich und das nervt mich auch. Das bringt stundenlange Diskussionen zwischen nicht nur den Fachabgeordneten, die sich ja auch schon thematisch mit den Einzelheiten befasst haben und durchaus eben auch Strecken sehen, in welche die parlamentarische Diskussion gehen kann, sondern es nervt auch die Fraktionsspitzen. Und von daher hoffe ich immer noch, dass in den nächsten Stunden ein Umdenken möglich ist. Die FDP muss in der Lage sein, auch zu belastbaren Beratungen im Deutschen Bundestag zu kommen. Das kann man nicht außerparlamentarisch machen. Wir sind in einer Koalition. Das nervt die Fachpolitiker. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja, also dann müssen wir das jetzt durchziehen. Weil wenn die Fachpolitiker das jetzt uns so schön Wege schon gedacht haben, dann sollten wir da jetzt auch bitte nicht mehr Nee, das geht nicht. Da hat Herr Mützenich auch wirklich recht. Da sollten Sie auch mal Mitleid haben. Die haben da jetzt ewig dran gesessen. Und dann muss das eben so. Die SPD will ja selbst noch Änderungen. Ja, das ist aber die Fachpolitiker, die haben jetzt ewig daran gesessen. Gut, und die haben sich auch schon, hat er ja gesagt, Wege überlegt, wie man das durch das Parlament bekommt. Die dürfen Sie nicht enttäuschen. Sie sind jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so. Also es gab so mal so eine idiotische Idee, dass eine Demokratie, da hätte das Volk wäre souverän und die Aber es ist doch schön, dass er es sagt, denn genauso läuft es doch im Bundestag. Ja, genau so läuft es. Im Plenum wird doch nichts entschieden. Also in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Sondern wenn es ins Plenum kommt, ist es im Prinzip gelaufen. Und das ist doch schön, dass Herr Mützenich das vor aller Öffentlichkeit Aber vor allen Dingen auch diese Rutsche, genau. Die merken gar nicht mehr, dass das vielleicht bei einem Bürger gar nicht mehr gut ist. Die sind so weg, wirklich weg von Gut und Böse, dass die gar nicht mehr merken, dass sich so ein Bürger sagt, hallo, bist du nicht eigentlich, sind das nicht Staats, also sollten wir uns nicht dienen? Nee, der Gedanke kommt gar nicht mehr. Und das sagt er im Morgenmagazin. Ich finde, das ist schon selbstentlarvend. Also glaubt hier jeder am Tisch, habe ich das richtig verstanden, die FDP wird einknicken und das Gesetz wird kommen. Ich will zum Gesetz, wie das dann aussieht. Es wird unter Garantie Veränderungen geben, Modifikationen. Es wird in der Zeitschiene was passieren. Man wird in den sozialen Abstufungen etwas machen. Man wird Puderzucker drüber gießen. Die Grünen können aber nicht vollständig fallen gelassen werden, denn weil sie ihr Gesicht verlieren. Platzt die Koalition. Die FDP wird aber auch nicht der Verlierer sein. Es wird wieder ein Leipziger allerlei, Sie kennen das mit dem Gemüse, zusammengerührt werden. Und es wird eine Aber ich möchte noch mal grundsätzlicher werden. Alles, was da gesagt wird, ist ja nicht real. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir 2045 klimaneutrale Energie haben in der Bundesrepublik. Da lachen ja die Grünen. Das scheitert jetzt schon an den Berechnungen. Wenn die in die Steine einmal eins wissen, jeder wuschelt vor sich hin und die Herren Professoren und Agitatoren machen ihres. Die Realität ist eine andere. Es ist eine ganz bittere. Unten tief im Tal der Ebene. Und die kommt ganz schnell. Glauben Sie, das ist alles Fantasie. Ich mache die Wette, das ist alles Makulatur, was die produzieren. Die Realität holt sie ein. Wenn die FDP ihren
ihr Rückgrat noch wiederfindet, um nicht ein anderes Wort zu benutzen, dann würde Ihnen das helfen, politisch zu überleben, weil ich glaube, dass es sonst mit den 8% sehr geschönt ist bei der nächsten Bundestagswahl, weil der Praxischeck kommt und dann sieht die FDP einfach schlecht aus. Aber seien Sie doch froh, dass überhaupt jemand mal dagegen sich stellt. Ich meine, das ist finde ich auch so. Aber Sie machen das doch erst möglich. Wären Sie ja nicht drin, wäre es gar nicht möglich. Wenn es kommt, ob mit Puderzucker oder ohne Puderzucker, wird es an der Realität scheitern, das glaube ich auch. Ja, so wie ich genauso vorhersage, dass auch das Verbrenner aus nicht kommt. Bis dahin sind noch ein paar Jahre. Okay. Und ich mir ganz sicher bin, dass auch das nicht am Ende in der Praxis durchführbar ist. Leider dauert das immer viel zu lange und der Schaden, der inzwischen angerichtet wird, ist trotzdem da. Aber das müsste ja dann bedeuten, dass die nächste Regierung eine Koalition ist ohne den Grünen. Weil Verbrenner aus wird man nicht kippen können mit den Grünen. Ja, wissen Sie, ja, aber Gesetze sind auch nicht unbedingt für die Ewigkeit gedacht. Also Gesetze können auch geändert werden. Mhm. Die Grünen hatten kein Problem, das Atomgesetz zu ändern und damit den Ausstieg ins Gesetz zu gießen. Das Einzige, was fehlt, ist der Mut und die Mehrheiten, es umzudrehen. Möglich ist das, man muss es nur wollen und strategisch angehen. Ich sehe eine Situation kommen, so wie sich das momentan ausnimmt, dass die AfD einen Stimmenstand erreicht, wo man um sie herum eigentlich keine Koalition bilden kann. Dann wird die Volksfront aufgerufen. Dann haben wir nämlich CDU, FDP, SPD, die Wagenknecht-Partei. Und dann haben wir als einzige Oppositionspartei die AfD. Das ist dann der sozusagen Last Exit Brooklyn. Dann biegen wir in die Endkurve ein. Und dann kommt der de Maizière mit dem Staatserhaltungsnotstandsgesetz. Und dann beginnt die deutsche Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob de Maizière noch mal Minister wird. Egal in welcher Regierung. Aber wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, nämlich die letzte Generation ist anscheinend pleite. Das berichtet die Welt. Noch vor kurzem hat die letzte Generation sogar Stellen ausgeschrieben. Nun braucht sie Geld. In einem Auftritt bittet sie um 840.000 Euro bis September für Banner, Mieten, Fahrtkosten, Trainings, was halt so anfällt. Viel Geld. Laut letzter Generation beliefen sich allein im April die Ausgaben auf 171.467 Euro und 58 Cent. Tja, Revolution ist nicht umsonst. Festkleben auch nicht, so kostet ja, ne? Haben wir vielleicht die leise Hoffnung, dass wir die letzte Generation loswerden? Ja. Weil sie zahlungsunfähig ist? Nicht nur deswegen. Das Beispiel ÖkoWorld, die Strafzahlungen für die letzte Generation letztlich aus Firmeneigentum oder Firmengewinn leisten wollten, was klar ein Untreue-Straftatbestand wäre, hat sich ja schon erledigt. Der Stern der letzten Generation oder anderer Organisationen sinken. Man hat junge Leute verheizt, das ist für mich das Allerschlimmste. Man hat sie in die Angst getrieben, in die Zukunftsangst, in ein Apokalypse-Denken. Die Organisation verschwindet, das psychologische Problem der jungen Leute, das bleibt. Und da werden sich neue Dinge auftun. Die Frage ist, wann schaffen wir es, die Energie der jungen Leute mal in eine positive, konstruktive Richtung umzulenken? Das wäre die Aufgabe. Ja. Nein, das halte ich für absolut falsch. Halte ich für absolut richtig. Halte ich für absolut falsch. Eben, Sie falsch. Gegen die Freiheit, müssen Sie verstehen. Nein, für das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl und das Klima kann man immer zitieren. Ich glaube, dass man an der Stelle tatsächlich mal positive Zukunftsvisionen für die jungen Leute entwickeln muss. Aber das ist Aufgabe von Bürgertum. Da kann die CDU was machen. Ja, aber vielleicht sind wir sie bald los, wenn sie hier wenigstens das wäre doch schon mal was. Vor allen Dingen, aber ich möchte, dass sie noch einen Moment bleibt. Ich bin der Meinung, damit die Leute saurer werden. Das ist ein PR-Trick. In diesen Verhältnissen, in denen da gedacht wird, sind 841.000 Euro mit Verlaub ein Peanuts. Das stimmt. Das ist, wenn China einen Sack Reis zur falschen Seite fällt oder platzt. Die Leute, die das finanzieren, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Frau Getty das macht, die Witwe des Multimilliardärs in den USA. Ja, für die ist es Es ist so, es ist genügend Geld da und schon, wenn die Männer von ihren vielen Millionen in diesen bestimmten entscheidenden Schichten mal eine Million abdrücken, damit die nörgelnde, grünwillende Ehefrau in ihrer Frustration mal die Klappe hält und die weiter ihren eigenen Neigungen nachgehen können, die Männer, dann schieben die auch mal so ein Millionchen rüber, das ist gar nichts. Wir reden hier über Dimensionen. Das ist eine reine Erfindung für mich. Das ist ein Fake, den die selber in die Welt setzen.
Mitleid erzeugen. Mitleid. Wir sind die kleinen Armen, die Vertrag sitzen, klebt, und jetzt geht's Geld aus. Aber selbst wenn, Herr Gaffron, die öffentliche Meinung dazu ändert sich, und das ist das Entscheidende, Sie erfahren Gegenwehr, die Leute sind sauer wie über viele andere Dinge, und das ist etwas, was Grüne und diese Klimaaktivisten nicht gewöhnt sind. Das normalerweise sind das die Konservativen und die Liberalen, die das erleiden. Jetzt erwischt ist die, die am Ende von den Medien gepudert werden. Auch, deswegen auf, die ist Gefahr, es richtig. Auch auf die Gefahr hin, dass ich wieder eine Wortsperre kriege, sage ich, in den USA gab es noch keinen einzigen Klimaprotest. Wissen Sie warum? Da wird nämlich schon geschossen worden. Ja, also insofern, ich will das ja nicht sagen. Ja, ich glaube, Frau Petri hat einen Punkt. Ich glaube, die letzte Generation sorgt eher dafür, dass die Leute die Nase voll haben vom Klimaschutz und eine jetzt erst recht Bewegung. Es kann auch sein, dass das eigentlich nur ein Vorwand ist, denn ich glaube tatsächlich, auch ganz ehrlich, 840.000 sind für die Netzwerke, die da sind, gerade bei den grünen Netzwerken. Ich weiß es nicht, es kommen relativ viele Sachschäden zusammen, wie heute zum Beispiel, da ganz frisch reingeflattert, nicht nur Gerichtsprozesse, sondern die haben jetzt ein neues Ding sozusagen. Sie kleben sich auf Mietwegen aufs Dach. Wenn man das macht, entsteht, glaube ich, da kommt einiges zusammen. Wenn man Die Revolution hat ihren Preis. Ja, genau, deswegen sage ich jetzt. Bürgerlichen, kleinen, spießigen Betrachtung. Ich möchte eine neue Rubrik einführen, und das sind so ein bisschen die Fotos des Tages. Ja. Und jetzt haben wir ihn gerade kurz gesehen, den möchten wir noch mal anschauen. Da war ein Scholz in Karlsruhe, oder? Das ist auch ein Vertreter der letzten Generation. Der wurde dann abgeführt, der war mit dem Presslufthammer da und wollte dort Rambazamba machen beim Bundesverfassungsgericht. Das geht nicht. Doch, mit Scholz-Maske. Das ist eine so gute Idee, weil ich immer wieder finde, dass die Leute in dem Moment, wo sie Dinge näher sehen, wenn sie auch darüber entscheiden müssen. Ich habe das ja auch bei Gericht manchmal. Ganz viele Richter oder RichterInnen, auch außen, die dann einfach nicht wissen, wovon man redet. Und es gibt ja auch eine wunderschöne Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Klimaschutz. Ja. Und wenn jetzt einfach das Problem auch mal näher kommt bei denen, also nicht nur ich im Stau stehe und nicht weiterkomme oder gar ein Krankenwagen, sondern das Bundesverfassungsgericht jetzt mal persönlicher Bekanntschaft mit dem macht, was jeder Mensch bei uns auch so macht. Es könnte sein, dass das erhellend ist, einfach so den Erfahrungshorizont ein wenig abrundet. Ich meine das ganz positiv, weil ich finde wirklich, wie gesagt, wenn die noch ein paar Monate weitermachen, dann sind wir damit durch in Deutschland. Sie dürfen noch eins nicht vergessen. Gerne auch bei Gericht. Sie dürfen jetzt für die letzte Generation spenden, damit die noch eine Weile weitermachen. Wenn ich nicht zahle, kommt eine Vollstreckung. Verstehen Sie? Das ist tief gegen das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen. Aber ich möchte noch ein letztes Foto möchte ich noch mit Ihnen anschauen, oder letzte Fotos. Nämlich, wissen Sie, was das ist? Haben Sie da eine Ahnung? Das Damenprogramm in Hiroshima. Ja, genau. Ja, das steht jetzt natürlich in der Zeile. Das ist die Auflösung. Ich finde es schöne Fotos. Frau des britischen Premierministers Rishi Sunak. Dann die First Lady Jill Biden. Die Frau des japanischen Premierministers, die Frau vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Und der Mann, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist der Ehemann von Ursula von der Leyen. Das war sozusagen das Damenprogramm, so nennt man das beim G7-Gipfel. Und das war auch schon wieder Stimmt, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Danke fürs Kommen. Und Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung in die Kommentarspalte. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.